Okay, herzlich willkommen allerseits. Erstmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Es ist eine richtig coole Konferenz, die hier aufgestellt wird. Und falls ihr euch irgendwann mal überlegt, wo ihr einen Vortrag einreichen sollt, also hier ist definitiv der richtige Ort. Also um die Speaker wird sich hervorragend gekümmert und die Speaker Lounge ist echt top. Mein Name ist Florian Jung und ich begleite und betreue an der TU Darmstadt die Vorlesung. danke. Die Vorlesung Medizinische Visualisierung und arbeite seit 5 bis 6 Jahren im Bereich der medizinischen Datenverarbeitung. Und ich habe gedacht, also ich habe mir als Ziel genommen, dass ihr heute alle, wenn ihr hier rausgeht, alle relevanten Begriffe oder die Grundbegriffe der medizinischen Bildverarbeitung kennt und auf einem sehr Low Level auch über medizinische Themen reden könnt. Und ich habe gedacht, wenn ich schon mit so vielen Schlagwörtern um mich werfe, während andere immer nur drüber reden, machen wir es heute wahr. Wir spielen eine Runde Buzzword-Bingo. Ich verteile die Zettel. Jeder, der Bock hat, kann teilnehmen. Wem es zu affig ist, der lässt es einfach. Und weil das sonst weniger lustig wäre, gibt es natürlich auch Preise. Und die ersten drei, die Bingo, hast du mehr dabei? Okay, es gibt mehr als die ersten drei. Wir bekommen auch eine kostenlose Infusion von. Ja. Also ich lege hier noch ein paar aus, falls noch einer, bitte. Wir vertrauen einfach auf eure Ehrlichkeit und die Infusion könnt ihr euch dann gerne nach der Vorlesung abholen. Nach der Vorlesung, nach der Präsentation, ja, ich bin schon. Bevor ich es vergesse, während des letzten Vortrags ist mir auch noch eine kleine Anekdote eingefallen. Bezüglich der letzten Frage, würdest du in ein Krankenhaus gehen, wenn du wüsstest, was da für Technik eingesetzt wird? Da ist mir was Ähnliches passiert. Also ich arbeite in 2 EU-Projekten, die sich um Kopf-Hals-Tumore drehen. Und da hat man sehr viel Kontakt zu den Ärzten, was sehr erfreulich ist, dass man mal Ärzte findet, die Zeit für einen haben und mit einem reden. Und dann habe ich die eine Oberärztin gefragt, die Patienten, die ihr mit diesen Kopf-Hals-Tumoren, die ihr reinkriegt, da nehmt ihr immer CT-Bilddaten auf. Wieso nehmt ihr eigentlich CT-Bilddaten auf? Auf den CT-Bilddaten kann man den Tumor doch gar nicht erkennen. Wieso nehmt ihr keine MR-Bilddaten auf? Weil auf dem MR kann man den Tumor ganz klar abgrenzen und viel besser sehen. Und dann hat die Ärztin daraufhin geantwortet, ja, für CT bekomme ich einen Termin, für MR nicht. Da denke ich mir, da ist man ganz gut aufgehoben als Patient, wenn man solche Hintergrundinformationen besitzt. Beginnen möchte ich den Vortrag kurz mit wie Bilddaten aufgebaut sind. 2D-Bilddaten wird jetzt keinen irgendwie verwundern. Also 2D-Bilddaten sind üblicherweise in einem regulären Grid aufgebaut. Man hat 2 Indexkoordinaten, in diesem Fall I und J, auf die man auf die Einzelpixelpositionen zugreifen kann. Was vielleicht erwähnenswert ist, dass wir die eigentlichen Bildinformationen immer nur an den Kreuzungspunkten des Grids haben und dazwischen besitzen wir eigentlich keine Informationen. Alles andere, was ihr seht, wird üblicherweise interpoliert und mit Bilddaten aufgefüllt. Das ist bei 2D-Bilddaten üblicherweise kein Problem. Mit Zeiten, wo wir 25 Megapixel Digitalkameras haben, da werden mehr Pixel üblicherweise dargestellt, als eigentlich auf den Monitor passen. Wenn wir aber zu 3D-Bilddaten gehen, entsteht da ein kleines Problem. Was man jedoch zuerst anmerken muss, ist, 3D-Bilddaten sind in der medizinischen Bildverarbeitung zumindest sind nicht so aufgebaut, wie ihr es euch jetzt vielleicht vorstellen würdet, wie wenn ihr das analog von 2D-Bilddaten seht. In der Realität, die 3D-Bilddaten, die aufgenommen werden, sind eigentlich nur ein Stack aus 2D-Bilddaten. Also im Endeffekt werden ganz viele einzelne Schichtbilder aufgenommen und die werden zu einem Schichtstapel zusammengefügt und geben dann schließlich das 3D-Volumen, was ihr am PC visualisiert bekommt. Analog zu den 2D-Bilddaten ist der 3D-Bilddatensatz auch in einem regulären Grid aufgebaut.
Der Unterschied ist jetzt jedoch, dass wohingegen 2D-Bilddaten üblicherweise isotropisch aufgebaut sind, ist es bei 3D-Bilddaten so, dass die XY-Richtung üblicherweise auch isotropisch ist, aber in Z-Richtung haben wir meistens eine deutlich höhere Auflösung, was ein großes Problem in der medizinischen Bildverarbeitung darstellt, weil wir einfach eine, wir sprechen davon üblicherweise von 3 bis 5 Millimetern Schichtabstand oder Spacing. Und das heißt, zwischen diesen 5 Millimetern liegen uns keinerlei Informationen vor und alles dazwischen wird nur interpoliert. So, als nächstes gebe ich euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bildmodalitäten. Möchte jemand vielleicht eine Vermutung abgeben, was so die meistverwendetste Bildmodalität ist, die heutzutage eingesetzt wird? Ah, verdammt, direkt. Üblicherweise fangen die Leute an mit Röntgen oder CT, aber tatsächlich ist Ultraschall die nach wie vor meistverwendetste Bildmodalität, weil Ultraschall verdammt weit verbreitet ist, relativ günstig in der Anwendung und keinerlei Schäden bei dem Patienten verursacht. Wir fangen jedoch zuerst einmal mit Röntgen an, weil Röntgen war die erste medizinische Bildmodalität, die so eingeführt wurde. Röntgen werdet ihr die meisten wahrscheinlich kennen. Es wird von einer Röntgenquelle aus, werden Strahlen auf eine Zielfläche geschossen. Dadurch wird die zu untersuchende Struktur durchdrungen und abhängig von dem Gewebe, das durchdrungen wird, wird dieser Röntgenstrahl unterschiedlich stark abgeschwächt. Und so kann man schließlich auf der Projektion dann erkennen, durch welches Gewebe dieser Strahl auf dem Weg dahin gegangen ist. Der einzige Unterschied ist, früher auf der linken Seite könnt ihr analoges Röntgen sehen, was früher der per se Standard war. Heutzutage geht man immer mehr dazu über, digitales Röntgen zu verwenden. Und wenn ihr die Bilddaten links und rechts seht, sieht man auch, dass auch qualitativ da ein Unterschied besteht. Und ich denke, es ist auch für die Kliniken einfacher, wenn sie mit digitalem Röntgen arbeiten, weil der Aufwand wird einfach geringer sein. Als nächstes schauen wir uns die Modalität CT an. Wer von euch hat schon mal eine CT-Aufnahme bekommen? Oh, doch so wenig? Okay. Ja, vom Aufbau her ist CT sehr ähnlich dem Röntgen. Man hat hier eine Röntgenquelle, die dreht sich spiralförmig um den Patienten rum. Dabei werden dann immer wieder 1D-Projektionen gemacht, die hinterher mit sehr komplexen Algorithmen, an denen heute noch geforscht wird, weil es physikalisch ein sehr hoher Stoff ist, wird anhand von Rekonstruktionsalgorithmen wird das wieder zusammengefügt und man erhält dann für jede Position ein 2D-Schichtbild, dann rückt die Röntgenquelle ein Stück weiter und das Ganze beginnt wieder von vorne und so erhält man dann die eingangs erwähnten Schichtbildaufnahmen, die am Ende dann zu einem 3D-Datensatz zusammengesetzt werden können. Der große Vorteil bei CT ist, dass die entstehenden Daten auf der sogenannten Hounsfield-Scale aufgebaut sind, die wir uns auf dem nächsten Bild angucken werden. Die Hounsfield-Units sind liegen im Intervall von minus 1000 bis plus 3000. Weil es für die Informatik praktischer ist, hat man es aber eingeteilt auf minus 1024 bis plus 3071. Was aber der große Vorteil jetzt ist bei CT, wir haben eine per se Standardisierung bei allen Datensätzen. Das heißt, wenn man den gleichen Patienten mehrmals aufnimmt oder verschiedene Patienten, die Organe, die man in dem Datensatz sieht, die haben immer einen ähnlichen Grauwertbereich, was bei anderen Bildgebungsverfahren nicht gegeben ist. Hier sieht man zum Beispiel, bei den Datensätzen bei minus 1000, in dem Bereich hat man immer Luft in dem Datensatz. Die Skala ist übrigens logarithmisch, also hier oben ab
50, 100 bis 3000 hoch sind Knochen. Also man kann sehen, dass in CT-Daten kann man Luft und Knochen perfekt unterscheiden. Bei den anderen Weichteilgeweben, Organen, sieht es schon anders aus. Wenn man die Pankreas, Niere, Leber und so weiter anguckt, die liegen alle in einem sehr ähnlichen Intensitätsintervall. Also es wird schwierig, anhand der Intensität diese Organe zu unterscheiden. Noch kritischer wird es, wenn ihr hier oben schaut, wenn die Bilddaten verwendet werden, um einen Tumor zu diagnostizieren, dann fällt auf, dass der Tumor, die Hauensfeld-Unit des Tumors liegt genau in dem gleichen Intervall wie der Leber. Das heißt, wenn wir einen Tumor innerhalb der Leber haben, ist es schwer, diesen auf den Bilddaten ausfindig zu machen. So, zusammenfassend lässt sich sagen, die CD-Daten sind hervorragend, wenn man Knochengewebe untersuchen möchte. Der Weichteilgewebekontrast ist relativ schlecht, da eignen sich andere Bildmodalitäten deutlich besser. Man kann CT-Daten. Yay, der Erste! Ich glaube, da sind noch ein paar drin. Man kann die CT-Daten aber noch durch Kontrastmittel anreichern. Kontrastmittel erlauben es einem, zum Beispiel Weichteilgewebe, Lymphknoten oder andere Strukturen auch in CT-Daten besser darzustellen. Und man muss sagen, dass CT-Bilddaten bis heute immer noch die beste Auflösung besitzen. Physikalisch wäre es auch möglich, CTs mit noch besserer Auflösung zu akquirieren. Habt ihr vielleicht eine Idee, warum man das nicht macht? Ja, das ist der Hauptgrund. Also einmal wird die Aufnahmezeit in die Höhe gehen, was aber erstmal nicht so relevant ist, aber ja, mit jeder erhöhten Aufnahme würde man dem Patienten mehr Strahlung aussetzen, was man verhindern möchte. Als nächstes schauen wir uns MR an oder Kernspintomographie. Bei der Kernspintomographie, analog zur Frage eben, wer war schon mal in einem MR? Oh, deutlich mehr. Obwohl man eigentlich bei einem MR viel schlechter einen Termin kriegt als bei einem CT. Aber ja, definitiv. Ja. Bei einem MR ist es so, dass, ja gut, die meisten werden es dann wahrscheinlich wissen, wenn schon so viele drin waren, es wird ein Magnetfeld um den Patienten angelegt. Dabei wird die Protonenkonzentration, die vornehmlich in Wasser ist, gemessen. Es wird bei allen Kernen eine Ausrichtung in eine Richtung durch das Magnetfeld verursacht. Anschließend wird das Magnetfeld wieder deaktiviert und dann wird gemessen, wie lange die einzelnen Protonen benötigen, um, das war jetzt physikalisch wahrscheinlich auch nicht richtig, aber um wieder in den Urzustand zurückzukehren. Und unterschiedliches Gewebe benötigt dann unterschiedlich lang, um wieder in diesen Urzustand zurückzukehren und daran das kann man dann auswerten und so entstehen dann diese Bilddaten. Der Vorteil von MR gegenüber CT ist, dass man mit dem einen Gerät direkt verschiedene Aufnahmemodalitäten erhält. Es gibt zum Beispiel T1, T2 gewichtete MRs, es gibt STIR-MR und es gibt noch ganz viele andere Modalitäten. Die kann man alle aufnehmen, während der Patient in der Röhre liegt. Und warum das ein großer Vorteil ist, das werden wir gleich noch auf einer der anschließenden Folien sehen. Also die Vorteile von MR sind, man kann zusätzlich eine beliebige Schichtenorientierung erhalten, was bei CT nicht so einfach geht. Man hat einen sehr guten Weichteilkontrast, also alle Sachen, wo es um Muskeln, Bänder, so Sachen geht, sind immer vorzuziehen, ein MR aufzunehmen. Wie eingangs erwähnt, Tumore im Kopf-Halsbereich lassen sich auch viel besser in MR-Bilddaten sehen. Die Nachteile von MR sind, die Aufnahmezeit ist deutlich länger als bei CT und die Auflösung ist zusätzlich auch noch deutlich schlechter als bei CT.
Falls zwischendurch irgendjemand Fragen habt, könnt ihr sie auch direkt gerne in die Runde. Ja? Das kann ich leider nicht. Also das hat mit dem Magnetfeld, wie das angelegt, zu tun, aber da musst du leider einen Physiker fragen. Also, oder selber recherchieren, aber das kann ich leider nicht beantworten. Als nächstes kommen wir zu Ultraschall. Da haben wir zum Glück auch einen Experten hier, mein Kollege, der arbeitet an Ultraschallbilddaten. Mit Ultraschall kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich kann nur so viel sagen, dass mit einer Ultraschallprobe werden Ultraschallwellen in den Körper gesendet. Dann verschiedenes Gewebe hat unterschiedliche Reflexionseigenschaften und der Ultraschall wird dann wieder zurückgeworfen zu der Probe. Da wird dann gemessen, wie lange der Schall unterwegs war, und davon ausgehend kann man dann seine Bilddaten rekonstruieren. Bei Ultraschall ist es so, da muss man die Abwägung treffen, wenn man mit hoher Frequenz arbeitet, dann kriegt man eine deutlich höhere Auflösung, aber die Eindringtiefe in den Körper ist deutlich geringer. Oder man kann sich entscheiden, dass man mit einer niedrigeren Frequenz arbeitet, was auch eine niedrige Auflösung bedeutet, aber dann kann man tiefer in den menschlichen Körper schauen. Wie eingangs erwähnt, Ultraschall ist nach wie vor die meistverwendete Bildmodalität. Die ist sehr kostengünstig, sehr, sehr weit verbreitet und vor allem strahlenfrei. Jetzt kommen wir noch zu den etwas spannenderen Verfahren. Im Vergleich zu CT oder MR gibt es noch diese Nuklearbildgebungsverfahren. Da wird der Spieß dann umgedreht. Hier geht es jetzt darum, dass man um den Körper herum versucht, die Strahlung, die von dem Körper ausgeht, aufzufangen. Das kann entweder passiv sein, dass man wie bei der Szintigraphie das auffängt, oder man kann das Ganze auch aktiv triggern, wie bei SPECT oder PET. Da ist es so, dass zu Beginn ein Tracer in den Patienten initiiert wird. Das wird vornehmlich bei Tumorerkrankungen verwendet. Da wird ein radioaktiver Tracer in die Nähe von dem Tumor injiziert. Dann wird der Patient, eine gewisse Zeit muss er dann abwarten. Ich weiß nicht, kann sich um ein paar Stunden, ich habe gehört, kann aber auch sogar einen Tag dauern. Wird abgewartet, während dieser Tracer durch den Körper wandert. Diese Tracer lagern sich dann oft in dem Tumor und in befallenen Lymphknoten an. Und dann ist es dem Arzt möglich, über die Bilddaten ausfindig zu machen, ob, ja, erstens, okay, dass der Tumor befallen ist, ist klar, aber in der Krebstherapie ist es oft von großer Relevanz, ob noch weitere Lymphknoten befallen sind. Und dafür wird das SPECT und das PET-Imaging oft verwendet. Ein sehr großes Problem bei SPECT und PET ist, ist aber, dass die SPECT und die PET-Bilddaten, die geben nur den Metabolismus wieder. Das bedeutet, hier oben auf der linken Seite zum Beispiel seht ihr eine SPECT-Aufnahme, ist sehr verschwommen, aber in echt seht ihr auch nicht viel mehr. Das Einzige, was ihr eigentlich seht, ist, sind die Hotspots, also der Punkt, an dem der Tumor ist, an dem die Lymphknoten sind oder andere Strukturen, die den Tracer aufgesammelt haben. Was aber fehlt, ist eine anatomische Beschreibung des Körpers. Was die Hersteller dann gemacht haben über die Zeit ist, sie haben ein SPECT-Gerät mit einem CT oder ein PET mit einem CT kombiniert. Das sind sogenannte Hybridgeräte. Die machen dann, während sie die SPECT-Aufnahme machen, auch noch eine CT-Aufnahme, was ihr hier oben seht. Diese beiden Bilder werden dann kombiniert und dann erhält man final ein SPECT-CT-Bild, wo man den normalen CT-Datensatz hat und innerhalb dieses CT-Datensatzes dann die genaue Lokalisation des Tumors und der befallenen Lymphknoten bekommt. So, als nächstes kommen wir zur Segmentierung. Das ist die Segmentierung stellt eigentlich das Relevanteste in der medizinischen Bildverarbeitung dar, weil für einen Radiologen ist es relativ einfach, wenn er sich einen Bilddatensatz anguckt, festzustellen, was für eine Struktur, welches Organ habe ich gerade vor mir liegen, ist die Struktur gesund, ist sie erkrankt, befindet sich ein Tumor darin.
ein Computeralgorithmus dagegen, dem fällt es sehr schwer, jetzt eine Unterscheidung zu treffen, um welches Organ handelt es sich gerade, welche Struktur habe ich vor mir. Um diese Organe dann überhaupt untersuchen zu können, müssen wir eine Segmentierung durchführen. Das kennt ihr möglicherweise schon aus der 2D-Bildverarbeitung oder aus anderen Bereichen. Da oben habe ich ein Bild beispielhaft dargestellt. Also wir teilen den Datensatz also auf in Foreground und Background. Background ist zum Beispiel der komplette medizinische Datensatz und der Foreground ist dann die Leber, die wir zum Beispiel untersuchen wollen oder der Tumor, den wir genauer unter die Lupe nehmen wollen. Für die Segmentierung gibt es sehr, sehr viele Algorithmen. Es gibt viele halbautomatische und automatische Ansätze. Auf der linken Seite habe ich die relevantesten mal aufgeführt. Das ist das OTSO Thresholding, Region Going, Watershed Segmentation, Snakes, Ray-Based Approaches und Deformable Models. Die meisten von diesen Algorithmen sind so komplex, dass sie vermutlich eine komplette Präsentation füllen würden. Also ich werde jetzt nicht auf die im Detail eingehen. Ich wollte hier nur mal die wichtigsten nennen. Falls jemand zu einem konkreten von diesen Ansätzen eine Frage hat, können wir das auch später gerne klären. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, die Frage war, inwieweit neuronale Netzwerke bei der Segmentierung eine Rolle spielen. Ja. Doch, es ist definitiv, ich kann nicht sagen, wann der Trend aufgekommen ist. Also ich würde sagen, 4-5 Jahre ist es bestimmt schon, wenn nicht länger sogar. Wie gut die Segmentierungsalgorithmen, die neuronale Netze verwenden im Vergleich zu anderen sind, kann ich jetzt leider nicht sagen, aber es ist definitiv ein heißes Thema. Ich glaube, gestern habe ich gerade gelesen, dass Google in diese Richtung jetzt auch gerade im Bereich Head and Neck Cancer selbst ein Deep Learning Approach ins Spiel gebracht hat. Von dem weiß ich aber leider noch nichts Genaueres. Die Meldung war nur bei Heise und ist nicht weiter ins Detail gegangen. Aber es scheint schon ein sehr heißes Thema zu sein mit in Richtung. Okay, als nächstes kommen wir zur Registrierung. Die Registrierung hatte ich eben schon kurz angesprochen. Die hat eine Rolle gespielt bei den SPECT-CT-Bilddaten. Da hat im Endeffekt eine automatische Registrierung von den SPECT mit den CT-Bilddaten stattgefunden, weil der Patient im gleichen Gerät lag, sich nicht bewegt hat und die beiden Bilddaten einfach überlagert werden konnten. Das Gleiche haben wir, wenn wir MR-Bilddaten aufnehmen. Da liegt, was ich vorhin erwähnt habe, wenn wir verschiedene Modalitäten aufnehmen, haben wir auch automatische Registrierung zwischen diesen verschiedenen Modalitäten, weil der Patient immer noch in diesem Gerät liegt. Die einzige Befürchtung, die man da hat, ist, dass der Patient, weil die Aufnahmedauer sehr lang ist, sich zwischenzeitlich bewegen könnte. Dann würde auch wieder eine Deformation stattfinden, aber per se sind die Bilddaten im MR erstmal registriert. Was problematisch ist, wenn ein Patient zum Beispiel eine Krebserkrankung hat, dann kommt er üblicherweise in die Klinik und dann wird eine Baseline-Aufnahme gemacht. Das ist beim ersten Betreten des Krankenhauses wird zum Beispiel ein CT aufgenommen. Dann wird der Tumor analysiert und das nächste Mal, üblicherweise werden dann immer Follow-up-Aufnahmen zum Beispiel alle 6 Monate gemacht. Dann kriegt er möglicherweise wieder ein CT oder ein MR. Aber in der Zwischenzeit, die Aufnahme wurde in verschiedenen Geräten gemacht, zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Patient lag definitiv nicht in der gleichen Haltung in den beiden Geräten. Also hat, wenn man die beiden Bilddaten miteinander vergleichen möchte und sehen möchte, wie die Erkrankung fortgeschritten ist in der Zeit, hat man ein Problem, da eine Deformation stattgefunden hat. Hierfür benötigt man in der medizinischen Bildverarbeitung die sogenannte Registrierung. Wie das aktuell in der klinischen Praxis abläuft, wollt ihr wahrscheinlich lieber nicht wissen, aber üblicherweise wird der Fortschritt von den Ärzten so zwischen den beiden Bilddaten überprüft. Aber wenn wir in der medizinischen Bildverarbeitung genau analysieren wollen, ist der Tumor gewachsen, ist er geschrumpft, dann müssen wir eine sogenannte Registrierung durchführen, damit wir die beiden Bilddaten überlagern können. Das Problem ist, dass diese
Deformation, die beim Patienten stattfindet, die ist nicht rigide, was das Ganze deutlich erschwert, weil für rigide Deformationen gibt es schon sehr, sehr viele gut funktionierende Ansätze. Die nicht rigide Deformation ist aber noch ein sehr großes, ungelöstes Problem in der Informatik. Hier habe ich nochmal Bilder zu dem Ganzen. Also hier oben könnt ihr jetzt ein... Ja? Achso, Entschuldigung. Die Frage war, was rigide heißt oder dann nicht rigide. Wenn du eine starre Struktur hast, zum Beispiel einen Knochen, wenn du zwei Knochen aufeinander matchen willst, ist es kein Problem, weil die Knochen verändern sich in ihrer Form nicht. Zwei nicht rigide Strukturen sind zum Beispiel die Leber oder die Lunge. Die deformieren sich durch die Atmung oder durch andere Faktoren innerhalb des Körpers. Möchte man die aufeinander matchen, ist es so ohne weiteres nicht möglich, ohne eine von den Strukturen zu deformieren. Genau, also hier oben haben wir den CT-Bilddatensatz, der zur Baseline aufgenommen wurde und dann 6 Monate später wurde ein MR-Datensatz-Follow-up aufgenommen. Und wenn man die beiden Bilddaten jetzt übereinander legt, sieht man, dass das hinten und vorne nicht passt, wenn man die so registrieren möchte. Wir bei uns in der Abteilung haben uns ein Verfahren überlegt. Also ich komme jetzt noch zu ein paar Sachen, ein paar Arbeiten aus unserer Abteilung und am Ende erzähle ich noch kurz was zu dem EU-Projekt, an dem ich arbeite und danach könnt ihr gerne noch ein paar Fragen stellen. Wir haben ein sogenanntes Coupled Shape Model entwickelt. Was wir dazu verwendet haben, sind Patientendaten, die von Ärzten segmentiert wurden. Das heißt, wir hatten eine gewisse Anzahl N an Patientendaten. Da haben die Ärzte für uns den Schädel, den Kiefer und die ersten 7, 9 Wirbelknochen segmentiert. Dann haben wir für jede dieser Strukturen ein Modell trainiert. Das heißt, wir haben ein Durchschnittsmodell trainiert. Und die mögliche Abweichung von diesem Durchschnitt haben wir gelernt. Und darüber hinaus haben wir noch gelernt, wie diese einzelnen Strukturen zueinander stehen. Und was ihr jetzt in dieser Animation seht, das sind die drei Hauptachsen, also die drei Hauptmodifikations- oder die Hauptvarianz, die man auf den Bilddaten gesehen hat. Also üblicherweise kann man sehen, dass die Patienten entweder gestreckt oder gestaucht waren im Hals, etwas überstreckt oder gekrümmt. Und dieses Coupled Shape Model verwenden wir dann, um die Segmentierung auf den Bilddaten durchzuführen. Und was wir uns überlegt haben, ist, wenn wir, ich zeige euch gleich ein Video zu dem Ganzen, das geht aber relativ schnell, deswegen will ich euch vorher noch ein paar Informationen geben. Also wir registrieren jetzt den CT und den MR-Datensatz. Was wir aber zuerst machen, ist, wir verwenden unser Coupled Shape Model, um eine Segmentierung des CT-Datensatzes bzw. der Knochenstrukturen des CT-Datensatzes durchzuführen. Anschließend segmentieren wir die gleichen Knochenstrukturen auf dem MR-Datensatz und dann haben wir genügend Landmarken, um den CT- und den MR-Datensatz in einer deformierbaren Registrierung aufeinander zu matchen. Also, das Ganze... Das ist erst nochmal eine rigide Registrierung, da haben wir die Schädelknochen übereinander gelegt. Kann man das hinten sehen? Hier sieht man jetzt die Segmentierung der einzelnen Wirbelknochen im CT und anschließend segmentieren wir die Wirbel im MR. Und wenn wir dann fertig sind mit der Segmentierung von beiden Bilddaten, das sind die Ursprungsbilddaten und das Finale ist, wie wir die Bilddaten deformiert haben, dass sie übereinander passen. War es zu schnell oder soll ich? Dann ist ja so ähnlich. Ja, es ist etwas komplexer, aber so, und final erzähle ich kurz noch an dem EU-Projekt, an dem ich arbeite. Wie eingangs erwähnt, geht es da um Kopf-Hals-Karzinome. Kopf-Hals-Karzinome sind die 7. häufigste Krebsart weltweit. Die Überlebensrate liegt gerade mal bei 40%, also die Diagnose ist eher weniger gut. Das Problem bei Kopf-Hals-Karzinomen ist, dass man den Primärtumor meistens relativ gut behandeln kann,
Leider ist die Wiederauftrittswahrscheinlichkeit bei Kopf-Hals-Karzinom sehr hoch für Krebs. Und den Sekundärtumor, der dann wieder auftritt, also diese Reoccurrence, die ist dann oft nicht mehr heilbar. Was wir in dem EU-Projekt jetzt versuchen ausfindig zu machen, sind Indikatoren, die dafür sprechen, dass so ein Tumor wieder auftritt. Wenn dies bekannt wäre, könnte man bei den Leuten, bei denen eine erhöhte Wiederauftrittswahrscheinlichkeit ist, könnte man die häufiger zu Follow-up-Aufnahmen kommen lassen, könnte man diesen Tumor besser monitoren und so hoffentlich die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Bekannte Indikatoren sind unter anderem Rauchen und Trinken, aber neben diesen beiden Indikatoren scheint es sehr willkürlich, was dazu führt, dass dieser Tumor auftritt. Und das ist das Ziel in diesem Projekt, ausfindig zu machen, ob es weitere Indikatoren gibt, die dafür sprechen, dass so ein Tumor wieder auftritt. Innerhalb dieses Projekts gibt es im Endeffekt drei Säulen. Es soll ein statistisches Modell trainiert werden, was diese Wiederauftrittswahrscheinlichkeit dann wiedergeben kann. Dieses statistische Modell besteht aus drei Datensätzen. Einmal aus den Metadaten, also das Alter, das Geschlecht, Raucher, Nichtraucher und so weiter. Dann werden Genbiomarker extrahiert. Das macht ein anderer Projektpartner von uns. Und schließlich sollen aus den medizinischen Bilddaten Biomarker extrahiert werden. Dafür stehen uns 150 Patientendaten zur Verfügung. Von all diesen 150 Patientendaten sollen diese Biomarker extrahiert werden. Diese fließen dann in dieses statistische Modell ein, was dann verwendet wird, um zu trainieren und ein Vorhersagemodell zu kreieren für diese Wiederauftrittswahrscheinlichkeit des Tumors. Unser Part in dem Projekt ist es, eine Bildverarbeitungssoftware für die Radiologen zur Verfügung zu stellen, die es ihnen möglichst einfach macht, diese Biomarker aus den Bilddaten zu extrahieren. Und unser Framework bauen wir auf dem MITK-Framework des DKFZ in Heidelberg auf. Und das ist die Basis für unsere Bildverarbeitungssoftware. Das Hauptziel ist es, wie gesagt, diese Biomarker zu extrahieren. Die Anwendung sollte möglichst einfach sein und dem Arzt es möglichst komfortabel machen, diese Bilddaten zu extrahieren. Sie sollte nicht sehr aufwendig sein oder sehr komplex zu bedienen. Die Radiologen, die die Software verwenden, haben meist nicht sehr viel PC-Know-how. Also wir haben sehr viel Zeit auch reingesteckt, um die Software usable zu machen. Und um euch ein paar Beispiele zu nennen, was für Biomarker da so extrahiert werden, habe ich die hier unten aufgeführt. Also wir extrahieren unter anderem die Achsen des Tumors, also die größte und die kleinste Hauptachse. Wir extrahieren das Volumen. Wir gucken, ob der Tumor eine Shape Deviation hat, also ob er eher rundlich ist oder sphärisch aufgebaut. Dann wird extrahiert, wie das Staging des Tumors ist, also das sogenannte T-Staging, was den Fortschritt der Erkrankung angibt und auch dafür verwendet wird, zu entscheiden, wie der Patient weiter behandelt wird. Und zusätzlich wird geguckt, ob irgendwelche Infiltrationen in wichtiges Gewebe stattgefunden hat. Also die Tumore können dann zum Beispiel die Knochen oder die Zunge oder andere Strukturen infiltrieren, was dann auch Einfluss auf die Prognose und die Therapie des Patienten hat. Ja, soweit bin ich mit dem technischen und mit dem projektspezifischen Sachen fertig. Ich habe noch zwei kuriose Sachen zu erzählen von dem Projekt. Also in so einem EU-Projekt erlebt man einige sehr interessante Sachen. Also die erste Sache ist, wir haben einen technischen Partner, der für die komplette Infrastruktur zuständig ist. Der war schon immer etwas im Verzug mit dem Abliefern seiner Aufgaben. Eine lustige Geschichte war, wir haben vor knapp 2 Jahren haben wir bei Ihnen angefragt, was Sie denn für eine PAX-Software aufsetzen, damit wir, also ein PAX ist ein Server, auf dem alle medizinischen Bilddaten gelagert sind. Und von diesem kann dann ein Client die Bilddaten anfordern und verarbeiten. Somit haben wir unseren Partner gefragt, was für einen PAX-Server die dann aufsetzen möchten.
da wir in unserer Infrastruktur gerne ein Äquivalent aufsetzen möchten, um bei uns lokales Testing durchzuführen. Daraufhin haben die, unser Partner hat uns ein Open-Source-Projekt genannt, was sie verwenden bei ihnen. Und dann haben wir uns das angeguckt, waren schon etwas verwundert, weil da irgendwelche JBoss-Server aus dem Jahr 2008 am Laufen waren und Patches wohl nicht mehr so zu erwarten waren. Aber wir haben gedacht, nichtsdestotrotz setzen wir es bei uns auf, damit wir die äquivalente Infrastruktur haben. Das Kuriose war dann, also ich habe das an meinen Studenten weitergegeben, der hat am ersten Tag hat er ein bisschen rumgemeckert, wie kacke Java und alles ist. Am zweiten Tag lief der Server dann bei uns und wir konnten fortan testen. Ein Jahr später hat sich dann der technische Partner bei uns gemeldet und hat gefragt, hier, ihr habt doch diesen Pax-Server aufgesetzt, könnt ihr uns mal da vielleicht Hilfe geben, wie man den aufsetzt? Wir haben da etwas Probleme. Und die sind für die komplette Infrastruktur in dem Projekt zuständig. Das war schon, ist schon sehr amüsant. Die zweite, noch bessere Geschichte ist, während des ersten Jahres des Projektes hat die Projektleiterin dann E-Mails rumgeschickt und man hat mitbekommen, dass sie unzufrieden ist mit dem Projektpartner, da die ziemlich im Verzug waren. Daraufhin kam eine Rückmeldung des Projektpartners, dass er Mitarbeiter, der verantwortlich ist, also der Projektleiter bei denen, dass er momentan verschwunden ist und nicht auffindig ist. Die Sache konnte sich nicht ganz klären, aber bei dem Projektmeeting kam das Ganze dann nochmal auf das Thema und dann hat die Firma gemeint, ja, mittlerweile ist der Mitarbeiter untergetaucht und wird polizeilich gesucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das nur als Vorwand genommen haben und vielleicht haben sie das auch in guter alter italienischer Tradition gelöst. Aber man kann schon einige kuriose Sachen erleben in so einem EU-Projekt. So, das war's von meiner Seite. Falls irgendjemand noch Fragen hat, herzlich willkommen. Ansonsten seid ihr entlassen für heute. Du willst auch noch einen Schnaps haben? Ja, Voxel. Habe ich andere Begriffe auch noch vergessen? Dike? Doch, das habe ich gesagt. Bin ich mir. Ich war mir sicher, aber gut. DICOM, ja, DICOM wäre eigentlich bei dem PAX-Server gekommen. DICOM ist das Bildformat, was in der medizinischen Bildverarbeitung verwendet wird. Jeder, der damit schon zu tun hatte, flucht darüber, weil das ist wirklich pain in the ass. Also es gibt so viele gute Formate, aber das, ich glaube. Es wurde in den 70er, 80ern irgendwann erfunden und wurde seitdem gleich belassen. Und ja, also DICOM ist ein Format, das ist Tag-basiert und da kann jeder einfach seine eigenen Tags noch dazu schreiben. Und da es gibt einen Standardpool an Tags, die verwendet werden und darüber hinaus kann jeder machen, was er will. Und es macht Spaß. Ja. Ja, es gibt also in Deutschland die meisten Anbieter, also die meisten Leute, die was mit medizinischer Bildverarbeitung machen und wirklich Geld machen in Deutschland, sind einfach reine PAX-Anbieter. Also die machen nichts weiter, als eine Software zur Verfügung zu stellen für die Krankenhäuser, wo die ihre Bilddaten ablegen können und wo die Leute die Bilddaten wieder kriegen können. Und das ist ein richtig, ja, ist ein Goldesel eigentlich. Aber mittlerweile gibt es so viele Firmen, also ich glaube, es ist zu spät, darauf aufzusteigen. Ja, das ist halt standardisiert. Die Sache ist, wenn du irgendeine Client-Software hast, die mit DICOM, also ein PAX umgehen kann, dann kann die mit einem beliebigen anderen System auch agieren. Wenn du jetzt irgendeine eigene proprietäre Software hättest, dann funktioniert die auch nur wieder mit deinem eigenen proprietären System. Wenn du dich wirklich auf den DICOM-Standard berufst, dann funktioniert deine Software auch mit allen anderen, auch wenn es DICOM ist ein File-Format, PAX ist der Server-Typ und dann gibt es auch HL7, das ist dann das Protokoll, was verwendet, das ist ganz Kraut und Rüben. Also das kann. Also wir wären fast so weit gewesen, dass wir HL7 hätten implementieren müssen, weil die das verwenden wollten, aber dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ihnen einfach eine JSON-Datei schicken und dann waren die auch zufrieden. Da sind wir
gerade nochmal aus der Nummer rausgekommen. Ja? Ja? Wenn du es weißt, sehr gerne, ja. Dann sind wir alle schlauer. Das ist wie wenn ich Büroklammern magnetisch mache, indem ich Magnetfeld umsetze. Und T1 und T2 sind die Zeiten. Man misst jetzt, wie lange da sozusagen die Magnetisierung behalten. Hm? Und T1, ich hoffe, ich komme nicht mit der Zahl. T1 ist die Zeit, wie lange so die Magnet, der Magnet braucht, die Magnetisierung einfach die Umgebung wieder zu verändern. Und T2 ist die Zeit, die dadurch passiert, dass die sich gegenseitig mehr oder weniger drehen. Und wenn ich ganz viele Magneten habe, die sich gegeneinander verdrehen, hebt sich das Signal auf. Und dadurch verliere ich auch den Signalverlust. Und mit den richtigen Tricks kann man beide Zeiten unabhängig voneinander messen. Und die sind abhängig von dem Gewebe, das von dem anderen Gewebe des Wassers. Deswegen kommt man teilweise unterschiedliche Gewebe eigentlich an. Das bedeutet, dass sie sogar parallel gemessen werden und nicht nacheinander? Also doch, okay, also ja. Kann ich auch noch was zu sagen? Ja, klar. Und zwar, diese Energie machen ja viel Kraft, das ist ja die Rolle. Ja. Der ganze Lärm, dieses hämmernde Geräusch, das ist ja keine große Elektrofunktion von den Magneten. Das wird der Magnetfeld stark magnetisiert. Das war das Magnetfeld los, das ist eine Ausdehnung von den Magneten. Die Kompression, das ist das Hämmern. Moderne Energien machen das nicht, sondern die produzieren natürlich dieses Signal drauf. Und der Grund ist, dass man das Hämmern nicht mehr verweilen. Und man hat mittlerweile eine Kapazität, die auf das Messsignal, das man hat, in der Frequenz, warum basiert noch die Kompression? Vielen Dank für die Information. Noch jemand? Ah, ja? Ja? Ja. Die Frage ist, was dann, also tatsächlich eine rigide, also ich kann Ihnen eigentlich das Ergebnis davon zeigen, wenn ich jetzt hier rechtzeitig anhalte, dass also weiter. Ja. Also ich habe es jetzt nicht selber probiert und ich kann deshalb auch keine Aussagen über die Ergebnisse machen, aber ich vermute, dass das garantiert schon ausprobiert wurde. Und wenn man sich hier den Innenteil von dem MR zum Beispiel anguckt, dann hat man sehr große Flächen von der identischen Intensität und deshalb stelle ich mir das sehr schwierig vor, für einen Deformationsalgorithmus dann zu unterscheiden, wo jetzt spezifische Landmarken sind, die er dann auf das CT an dieser Stelle mappen soll. Also bei den Knochen gebe ich Ihnen schon recht, aber es sind halt noch sehr viele andere Strukturen, wo, glaube ich, keine Korrespondenz gefunden wird. Ja. Ja, wenn Sie jetzt mit irgendwelchen anderen Verfahren, irgendwelche Landmark, irgendwelche SIFT oder so, das wird ja auch im Endeffekt dann auch wieder auf eine deformierbare Registrierung hinauslaufen. Dann würde man auch nicht mehr rigide die Punkte zueinander mappen, sondern auch deformierbar. Und deswegen, also ich denke, ich gehe fest von aus, dass es einen sehr komplexen Algorithmus benötigt. Selbst das Verfahren, was ich vorgestellt habe, ist im Bereich der Wirbelsäule ist es hochpräzise, weil wir da ja die Segmentierung der Knochen haben. Je weiter wir aber von der Wirbelsäule weggehen, also hier vorne Richtung Hals, umso ungenauer werden auch da wir. Und auch wir machen dann im Endeffekt nur eine Interpolation
Und somit sind die Bilddaten auch in einer gewissen Art und Weise geraten. Also wir sind schon sehr nah dran da, aber wirkliches Ground-Truth-Wissen existiert da nicht. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem in der Registrierungs-Community. Es gibt da kein wirkliches Ground-Truth-Maß, weil niemand ja jetzt festlegen kann, dass diese Deformation richtig oder falsch ist, weil er durch einen Algorithmus gemacht wird und es gibt keine Ground Truths. Also das ist auch noch nach wie vor ein großes Thema, wenn ihr euch irgendwie in der wissenschaftlichen Community mal austoben wollt. Ja, wird in der Tat häufig so gemacht. Also bei der Bestrahlungstherapie zum Beispiel, da werden Masken angelegt, die sind sehr, sehr starr und die werden dafür verwendet, weil wenn der Patient wieder in das Bestrahlungsgerät kommt, will man wirklich hundertprozentig sicher gehen, dass man die Stelle bestrahlt, die man vorhat zu bestrahlen. Und deshalb gibt es diese Masken, die dann sicherstellen sollen, weil üblicherweise wird keine neue Aufnahme gemacht, um nochmal zu überprüfen, ob man wirklich an der gleichen Stelle strahlt. Und dann durch diese Masken kriegt man dann eine natürliche Registrierung, die nicht bildbasiert ist, sondern man fixiert den Patienten vorher so, dass er wieder in der gleichen Ausgangslage ist wie bei der letzten Aufnahme. Ja? Kannst du da was zu sagen, Matthias? Okay. Also kann ich leider auch nichts zu sagen. Tut mir leid. Weiß nicht, ob jemand anderes irgendwie auf dem Gebiet mal sich ausgetobt hat. Ihr habt ja leider keins bekommen, oder? Für hier. Ist eine sehr lustige Angelegenheit. Und dann hättest du noch mehr Bilddaten, nicht nur die von deinen Kollegen. Ach stimmt, den 3D-Ultraschall haben wir ja nicht mehr, das stimmt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Ich komme gerade mal, ich verstehe es akustisch nicht. Ja? Es wird verdammt viel daran geforscht. Also die Frage war, bei CT und MRT treten ja Bildartefakte auf, ob es da schon Verfahren gibt. Das fällt im Endeffekt in die Kategorie, die ich vorhin erwähnt habe, dass für diese Rekonstruktionsverfahren von CT und MRT verdammt viel Energie reingesteckt wird. Und da forschen immer noch Leute dran und die großen Firmen Siemens und so weiter, die sind dabei, die Algorithmen zu verbessern. Also da ist stetig Input da, um das zu verbessern, aber jetzt konkrete Möglichkeiten, um das zu gehen, gibt es eigentlich nicht. Also ein typisches Phänomen ist bei CT-Bilddaten, ist Patient, der Plomben hat, dann ist der komplette Mund verstrahlt. In dem Bereich kann dann eigentlich keine Aufnahme gemacht werden und wenn der Mund voll mit Plomben ist, ist eigentlich der komplette Unterkieferbereich nicht verwendbar. Und da sind mir momentan keine Verfahren bewusst, die das irgendwie kompensieren können. Aber ich bin mir sicher, dass daran geforscht wird. Der Wissan hat da was gemacht? Okay. Okay, noch irgendeine Frage? Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Abend noch. Okay.